stimmungsvoller Auftakt in die erste rein bayerische DEL-Finalserie zwischen München und Ingolstadt. Der Auftakt kurz und schmerzlos. Erste Chance nach 26 Sekunden. Ronning, erstes Tor in der zweiten Spielminute durch Trevor Parks für München. Die erhöhten per Konter auf 2:0 in Abschnitt 2. Dann nur noch Offensive von Ingolstadt. Abermals Ronning an den Pfosten. Besser machte es Stachowiak im letzten Drittel mit dem 1:2. Das allerdings auch der Endstand. München holt sich Spiel 1 und führt damit in der Serie mit 1:0. München bejubelt einen deutlichen Sieg in Finale 2. In diesem Spiel die Anfangsphase entscheidend. Ingolstadt nach 35 Sekunden schon vorn durch Edwards, aber dann München. Das 1:1, 14 Sekunden nach dem Rückstand durch Smith. Dann war Reika nach anderthalb Minuten zum 2:1 und das 3:1 durch Maxi Kastner. Da waren nicht einmal 2,5 Minuten gespielt. Und auch danach München in der Offensive das Maß aller Dinge. Tore im Powerplay, wie hier durch Elis zum zwischenzeitlichen 6:1 oder in Unterzahl zum 7:1 durch Justin Schütz. Der ERC Ingolstadt unter Druck. Mark French, ihnen muss was einfallen, denn Ingolstadt liegt in der Serie hinten mit 0:2. Finale Spiel 3 und there's a new hero in town. Jonas Stettmer holt sich die Standing Ovations ab nach Spiel 3, denn der ERC Ingolstadt, dem gelang ein Comeback. Stachowiak mit dem 1:0, Smith mit dem Ausgleich. Powerplay-Tor, Storm und der Ausgleich von Schütz, das erste Drittel. Hager erhöhte dann für München, aber innerhalb von 42 Sekunden im Schlussabschnitt kommt Ingolstadt zurück und holt sich den ersten Sieg in der Finalserie. Stand in der Serie 1:2 für München. München bejubelt einen Sieg ohne Gegentreffer in Finale 4. Matthias Niederberger mit seinem zweiten Shutout in diesen Playoffs. Dank hervorragender Saves, zum Beispiel hier gegen Stachowiak im zweiten Drittel oder kurz vor dem Ende der Partie gegen Ty Ronning mit der Stockhand Matthias Niederberger da. In der Offensive die Münchner mit den Treffern im dritten Drittel. Ben Smith in der 48. Minute zum 1:0 und dann zwei Empty Netter in der Schlussminute. Zunächst McKiernan zum 2:0 und Maxi Kastner dann mit dem 3:0 Endstand. München gewinnt Finale 4 und führt in der Serie jetzt mit 3:1. Der ERC Red Bull München feiert seinen vierten Titel seiner Vereinsgeschichte. Spiel 5 zwischen dem ERC Red Bull und dem ERC Ingolstadt. Nach 20 Minuten hieß es 1:1, dann aber kam der ERC Red Bull München immer besser in Fahrt und übernahm dieses Spiel. Game-Winning-Championship-Goal erzielte Andi Eder in der 52. Spielminute. Danach gab es kein Halten mehr. Freude pur bei den Münchnern. Playoff-MVP wurde zum allerersten Mal Maxi Kastner und der erfolgreichste Coach Don Jackson, der feierte damit seinen 9. Titel seiner Karriere. Die DEL Playoffs live bei Magenta Sport.